Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires The Rise of Rome. Ja Leute, wir haben das letzte Mal hier so ein Loch gemacht in der Mauer von Pergamon, sind da reingelaufen und haben da noch irgendwo einen Tempel weggeholt und haben das Regierungsgebäude gefunden, das wir zerstören sollten. Außerdem haben wir ganz viele Ballisten, Katapulte und ein paar berittene Bogenschützen mitgenommen. Aber der Gegner hat halt noch ganz viele sonst. Und dann vermutlich baut er nach. Vermutlich hat er auch noch einige Startressourcen oder vielleicht sogar auch ein paar Ressourcen da drin. Kann gut sein. Also quasi in seiner Stadt, die er dann auch abgeholt hat. Und ja, jetzt Materialschlacht will ich mit dem jetzt nicht unbedingt machen. Es könnte dann sehr lange gehen. Daher nochmals ganz viele Elefanten, ein paar berittene Bogenschützen und dann einfach wirklich direkt aufs Regierungsgebäude los. Das müssen wir ja zerstören. Der Rest ist uns grundsätzlich egal. Elefanten gehen natürlich zuerst rein, weil sie halt groß sind und stabil und halt einiges aushalten, sogar von Katapulten einiges aushalten. Aber ja, wir werden sehen, ob das so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten alles eigentlich wie immer. Es funktioniert alles, die Wirtschaft schon längst am Laufen. Inzwischen haben wir eigentlich auch ordentlich was an Nahrung. Kannst du doch auch mal. Produzieren wir die Elefanten etwas schneller. Das war ein Elefant. Du. Ich habe schon gehofft, dass wir da auf 5 kommen. Dass wir zwei Elefanten aufs Mal produzieren können, das wäre eigentlich cool, aber ich weiß es nicht. Ich habe Bedenken. Gut, ich glaube, nach dem Angriff brauchen wir eh nichts mehr. Ich glaube, mit dem nächsten Angriff sollten wir das holen. Das sollte schon klappen. Ja, gerne. Von dem her grundsätzlich nicht allzu schlimm, wenn es. Ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber schön. Wo war ich denn? Aber schön, auch so mitten im Satz verstanden, dass ich den Satz nicht, also nicht mehr weiß, was ich mit dem Satz eigentlich sagen wollte. Ist doch auch ein angenehmes Gefühl. Nein, was wollte ich eigentlich? Ja, genau, es ist eigentlich grundsätzlich müssen wir jetzt keine große Produktionskette noch aufbauen. Ich glaube, nach dem nächsten Angriff sollten wir die Sache erledigt haben. Stockt das wieder? Nein, ich glaube nicht. Renn mal. Nein, es stockt nicht. Die Stand-Animationen sind so stockend. Und dann bin ich immer verwirrt, dass möglicherweise da irgendetwas im Hintergrund läuft, was Kapazitäten frisst und dass die Aufnahme dann stockend sein wird. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Zumindest habe ich, glaube ich, alles ausgeschaltet, außer OBS und Age of Empires natürlich. Ne? Das sollte laufen, wenn wir da was aufnehmen wollen. Da. Muss natürlich nicht, aber ich glaube, es ist noch vom Vorteil. Sieht es bei euch aus? Ihr habt alle was zu tun. Ihr habt auch noch was zu tun. Nein, einfach den Elefanten rüberschicken. Einfach damit wir genügend haben. Die sind ja quasi unser. Ja, Backbone von unserem Angriff dann. Ich glaube, das sollte schon klappen. Das sollte sehr gut klappen. Ja, das wird ultimativ, Leute. Das wird ultimativ. Gigantisch wird das. Episch bis zum geht nicht mehr. Da könnten wir noch einen bestellen. Zwar.
glaube, ihr könnt mal aufhören. Genau. Genau. Und dann so nachholen. Naja, egal. Ihr seid die 1. Nein, die 1. Die 1. Ihr seid die 2. Die 1 läuft los. Also Leute, großer Angriff, großer letzter Angriff der Griechen auf römische Verbündete? Na, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Pergamon wirklich ein römischer Verbündeter war oder ob Rom nicht einfach gedacht hat, oh, Griechen ans Bein pinkeln. Ja, wir helfen aus. Kein Ding. Was war das denn? Oh. Hat es noch einen gegeben. Interessant. Also gut, ihr rennt jetzt einfach auf das Gebäude los. Und ihr kommt jetzt mit. Zwei. Ja, genau. Ihr kommt jetzt alle mit. Rennt da jetzt rein. Und Elefanten splitten sich, interessanterweise. Okay. Geht natürlich auch, wenn es wenn sie es lustig finden, ist okay. Und der hat das eine schöne Reihe gemacht, das finde ich super. Sieht doch mal endlich ein wenig ordentlicher aus. Ah, genau, da haben wir eigentlich schon Fusel, den wir mobben könnten. Genau. Perfekt. Es geht so, es. Ich hätte es lieber etwas perfekter als das hier, aber. Okay, klappt halt. Ah, je, yeah, yeah, nein, 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 kein Nahkampf. Keinen Nahkampf. Eins, ja, müsst ihr durchbrechen. Menschenskind, nein, echt jetzt? Eins, da durchlaufen, durchlaufen. Na, okay, ja. Ja, genau. Eins da. Ah, Gebäude. 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 Es lohnt sich nicht, mit den Nahkämpfern zu kämpfen, denn jetzt werden sie auch beschädigt. Und ich will eigentlich, dass das Gebäude weg... Ja, das hat ja super geklappt, ne? Das hat ja aber ultimativ super geklappt. Jawohl. Toll. Toll, ja, wirklich, wirklich cool. Wirklich super, ja. Nur noch einen Angriff, habe ich gesagt. Nur noch einen. Ah! Menschenskind. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal ein bisschen anders. Eine kleine bisschen anders. Und zwar... Ja... Wie wäre es, wenn wir eigentlich den Gegner mit den berittenen Bogenschützen ablenken? Das wäre doch auch was. Und die Elefanten dann quasi als zweite reinschicken. Und die berittenen holen die einfach mal die ganzen Truppen weg. Die Elefanten haben dann so einen freien Lauf bis zum... Weil jetzt haben sie sich einfach ablenken lassen. Ja, natürlich auch gut ausbremsen lassen. Da stand wirklich einfach mal so eine Reihe von... Hopliten oder Centurios oder was auch immer das war. Und dann dachten die Elefanten, oh, lustig, kämpfen wir mal. Nein, Gebäude, nein, lustig, kämpfen wir mal. Oh Gott, wieso Elefanten? Wieso macht er sowas? Ja. Ja, super. Es ist stets eine Freude. Der Plan ist aufgegangen. Das finde ich super. War eigentlich. Ja, das will ich mal ausprobieren. Ha, tut mir leid. Ah, verdammt. Das hilft nicht. Okay, dann versuchen wir mal
Das mit der Ablenkung. Das nächste Mal wollten wir. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, schade. Es wäre eigentlich lustig gewesen. Kommt schon. Oh ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Genau, das ist schön. Das war ja eigentlich das Ziel. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ja, genau. Ui. Katapulte hat es da auch noch. Schade, aber es könnte sein, dass es schon hilft. Es könnte sein, dass es schon hilfreich war. Ich hoffe es zumindest. Wie sieht's da aus? Okay. Also vielleicht klappt das jetzt besser. Aber kommt schon, ein Gebäude müsst ihr doch wegholen können. Bitte. Das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Oder muss ich jetzt zuerst die ganze Stadt auseinandernehmen, damit die Truppen weg sind? Also nein, das geht nicht. Also ja, es geht schon, aber das ist dann auch wieder. Nein, das ist eine schlechte Idee. Stimmt, und dann könnten wir mit den berittenen Bogenschützen da in die Flanke reinfahren und mal den ganzen Scheiß binden und die Elefanten können durchrennen. Also sie binden zwar nicht lange, aber Elefanten müssen einfach in großer Menge beim Regierungsgebäude ankommen, dann wäre die Sache schon erledigt. Dann wäre es schon kein Problem mehr. Hätten wir nie wieder ein Problem mehr. Ah ja. Ja. Aber das wird schon eine Materialschlacht. Was? Oh, da hat es noch Steine. Und nachher könnt ihr eigentlich beim Gold, zwar Gold haben wir auch reichlich. Ihr könnt nachher noch ein paar Felder bauen. Das wäre doch was. Weil jetzt brauchen wir echt einfach nur Nahrung. Es ist wirklich nur noch Nahrung pumpen, wie blöd. Ja. Ja, genau deswegen. Die Elefanten, die fressen halt eben doch noch recht viel. Die sind halt groß. Es ist ihre Stärke, aber es ist auch ihr Kostenpunkt. Leider. Kommt. Sieht es eigentlich da aus? Ja, noch fünf. Dann versuchen wir es nochmals. Das sollten wir doch hinkriegen, Leute. Komm schon. Das sollte doch machbar sein. Wir müssen wirklich schauen, dass die Elefanten schnell und effizient ankommen. Dann wäre die Sache schon erledigt. Genau. Genau. Hab halt die Steine noch nicht. Schade. Okay.
Ja, das könnte klappen eigentlich. Ah, ihr habt nichts zu tun. Ich habe mich noch gefragt, wieso ist unsere Holzproduktion plötzlich eingebrochen? Das macht Sinn. Also es erklärt einiges so. Ah, es wird nichts mehr nachproduziert. Okay. Ah, noch schnell ein Feld. Ich weiß, grundsätzlich, wenn wir jetzt den Angriff sinnvoll durchführen, brauchen wir kein neues Feld mehr, aber wenn. Schön, dass er das noch glaubt. Okay, nein, das mal seid ihr ja. Ja, bringt euch einfach mal in Position. Genau. Ja, versteckt euch da im Wäldchen. Dann gehen die Reiter los, machen was Dummes. Haben ihren Spaß. Und wir haben dann hoffentlich einen freien Durchgang. Ja. Eins, ihr müsst jetzt da, also. Genau, macht sowas. Ich hoffe, dass es klappt. Warte, ich speichere mal. Genau. Ja, nein, ihr zwei habt es nicht ganz so begriffen, aber ist ja auch egal. Genau, dort hinten. So, und jetzt. Reiter rein. Ja, nach Möglichkeit alle Elefanten wieder so ein bisschen rüber. Und dann gehen wir mal durch. Truppen oben. Oh, sehr schön. Ihr habt das sogar sehr gut gekriegt. Ah, perfekt. Okay, und jetzt rennt ihr durch. Ja, genau, das ist perfekt, perfekt. Elefanten rennt durch, bitte. Ja, das geht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, die haben das prima gemacht. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Ich bin sehr stolz auf euch. Habt mehr erreicht als die letzten paar Angriffe, glaube ich. Ah, jetzt wird er nervös. Jetzt wird er nervös. Ich glaube, jetzt. Eins, ihr seid alle da. Ja, perfekt. Richtig, so muss das. Ha! Sag ich doch. Nur noch ein Angriff. Wie versprochen. Das war ein größerer. Ihr Sieg über Pergamon und seine römischen Verbündeten hat den Ruhm des hellenischen Bundes wieder aufleben lassen. Yay! Pergamon. Ich meine, hellenischer Bund, hellenischer Bund. Perseus der Dritte. Naja. Ganz Griechenland jubelt ihnen zu. Wir kontrollieren jetzt den lebenswichtigen Wasserweg zwischen dem Schwarzmeer und der Ägäis und werden durch den Handel zu Reichtum gelangen. Die Römer fürchten uns nun. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich noch einmal in unsere Angelegenheiten einmischen werden. Ja. Nicht ganz geschichtlich, aber nun. So. Und dann fremde minus eigene Verluste. Wir haben mehr kaputt gemacht, als dass wir verloren haben. Es überrascht mich ehrlich gesagt ein klein wenig, aber nicht bei Pergamon. Okay. Also eigentlich vor allem die gelben und die braunen Römer, die haben wir ordentlich aufgemischt. Ja, Pergamon hatte fast keine Verluste und hat verdammt viel weggeholt von uns. Eieieiei. Okay,
Wirtschaft, wir hatten das meiste Gold. Wir haben auch. Nein, e echt jetzt, echt. Pergamon hat dir. Okay. Ja, wir kennen es ja schon. Wer kennt es schon? Ich sag gar nichts dafür dazu. Ah, Pergamon hat auch noch eine Ruine. Das hätten wir noch holen sollen. Ja, die Braunen haben Bekehrungen betrieben. Technologien hatte Pergamon alle oder fast alle. Aha. Überlebt haben alle, weil wir freundlich sind. Und heilige Makaroni, ja. Ja, es war wirklich so ein Zweikampf. Sieht man auch so schön die Angriffe. So, Aufbau, Angriff, Aufbau, Angriff, Aufbau. Ja, genau, Aufbau. Und dann hat er eigentlich ordentlich was verloren. Das haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht. Gut. 3,5 Stunden, heilige. Okay, ja, Leute, das wär's mit dem dritten griechischen Krieg. Ja, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Das heißt, Spartacus beginnt dann, also die Spartacus-Mission geht dann erst in der nächsten Folge weiter. Und ja, falls ihr sehen wollt, was der junge Mann da so alles getrieben hat zu Rom-Zeiten, müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.